kann man es für bestimmte Aufgaben der Produktion, des Designs, des Wirtschaftens einbauen. Ich würde ganz gern damit beginnen, mich ein bisschen genauer vorzustellen. Und jetzt nicht nur, weil ich grenzenlos selbstverliebt bin, sondern weil ich tatsächlich versuche, New Work auch selber zu leben. Und deswegen sage ich ganz gern immer, wenn man mich fragt, eine Frage, die unserer Meinung nach viel zu häufig kommt, was bist du beruflich oder was machst du? Also die kommt vor allem viel zu früh, unserer Meinung nach. Und wenn mich jemand sowas fragt, dann sage ich ganz gern, ich mache Zeugs. Das führt dann natürlich einmal nicht zu dem gewünschten Ergebnis bei dem, der fragt. Aber es ist für uns bei New Work sehr wichtig, das Menschenbild anders anzugehen und eben diese grundsätzliche Problematik zu thematisieren, dass wir arbeiten, um besser leben zu können, aber nicht leben, um zu arbeiten. Und dass so viele Menschen sehr früh danach fragen, was man beruflich tut und wer man ist im Beruf, ist eben ein Signal dafür, dass sich das bisher eher immer anders entwickelt hat. Was mache ich für Zeugs? Also neben einer durchaus relativ umfassenden Beschäftigung mit New Work in Form von Beiträgen, Videos, Vorträgen, öffentlichen Stellungnahmen, bin ich im Grunde genommen Künstler und Filmemacher gewesen, über sehr lange Zeiträume meines Lebens und mache das immer noch ganz gern. War da beim Filmemachen besonders gern auch Cutter, also der Filmschnitt, war so die ganz große Leidenschaft von mir, das Montieren von Momenten, von Emotionen, von Bildern und Tönen. Und ich habe da in dem Zusammenhang auch dann Filme über Arbeit gemacht, bei Arte, beim ORF, bei ZDF und so weiter, auch im Kino die eine oder andere Sache untergebracht. Ich habe aber dann immer auch versucht, meine Interessen, die zum Teil ganz woanders lagen, irgendwie sehr ernst zu nehmen und habe mich zum Beispiel mit IT sehr intensiv beschäftigt. Jetzt hören wir gerade nichts mehr, oder hat das noch jemand? Nee, der Thomas ist, glaube ich, ist eine ganz schöne Formulierung gewesen, ne? Mit IT beschäftigt und dann hören wir ihn nicht mehr. Der Lockdown ist schon Der ist schon, eingetreten in der ist schon selbst leider. digital. Ja. So, da müssen wir mal kurz warten, bis er sich wieder einbringen kann. Gerade hängt das Video noch, er ist aber noch drin. Soll ich ihn mal anrufen? Ah, kommt, oder? Jetzt einmal kurz rausgeflogen. Hoffen wir mal, dass er gleich wiederkommt. Wir können sonst die kurze Wartepause auch aktiv nutzen. Wir haben nämlich eine kleine Umfrage vorbereitet. Die schicke ich gleich einmal kurz in den Chat. Das wäre super toll, wenn da viele teilnehmen könnten. Geht eigentlich darum, dass wir die Inhalte der Fachgruppe quasi auf die Teilnehmer abstimmen können, sodass wir in Zukunft spannende Veranstaltungen haben, die auch zu Ihnen und Ihren Wünschen und Ihren Fragen passen. Dauert auch nicht lange, sind ein paar, ich glaube, sind 7, 8 Fragen. Gerne schon mal sonst nebenbei während des Wartens ausfüllen. Ich hoffe, dass es gleich weitergeht.
Da ist er nämlich auch schon wieder. So. Thomas, kannst du uns hören? Noch nicht anscheinend. Ja. Ich kann euch hören, könnt ihr mich hören? Ah, super. Ja. Ja. Habt ihr auch ein Bild? Ein schwarzes. Ein Bild, aber ein schwarzes. Gut, ganz kurz noch dieses Bild. Und dann hoffe ich, dass nichts mehr passiert. Super. So, ja, also ich versuche das jetzt abzukürzen, bevor die nächste technische Panne da passiert. Jedenfalls, ich habe dann in anderen Berufen durchaus so auch meine Erfahrungen machen können als bei einer Marketingfirma mit Blockchain, als Head of Production und auch als Berater einer IT-Firma in dezentralen Technologien. Das ist eine Softwarefirma aus Berlin, Optimal Systems. Also daneben hat es eben, wie gesagt, sehr viele New Work-Themen gegeben, die mich auch im Kunstkontext interessiert haben. Man nennt das im Kunstbereich Social Design, was New Work macht. Und da habe ich es dann geschafft, bei der Ars Electronica mal eine Ausstellung in der Tabakfabrik zu machen, was schon ein sehr spannender Ort ist für die New Work. Und ich habe auch bei der Vienna Biennale zum Beispiel einen Schuh gemacht, mit einem 3D-Drucker in Verwendung von dezentralen Technologien. Sogar AI hat eine Rolle gespielt beim Designprozess. Also ich habe viele dieser neuen Hype-Themen, die eh überall herumgeistern, auch wirklich zum Teil angegangen und ausprobiert. Und bin auch zum Beispiel mit diesem 3D-Drucker und dem Schuh mit einem Lastenfahrrad durch Wien gefahren und habe versucht, die Technologien, um die es da geht, mit den Leuten so sehr niederschwellig zu besprechen. Ja? Also da kamen dann FPÖ-Wähler, das ist das Pendant zum AfD-Wähler, zu mir, und wir konnten dann über einen Schuh sprechen und konnten so in diese ganzen sehr verwirrenden, angstmachenden neuen Themen eintauchen. Und das war zum Teil ein sehr interessanter Prozess, wie sehr Menschen plötzlich ihre Ängste verlieren und mehr in die Möglichkeiten denken. Ich habe Ihnen das jetzt erzählt, weil das eben nicht nur darum geht, in diesem Diskurs darüber, was ist denn jetzt die richtige neue Arbeit? Also haben im Unternehmen Siemens und so weiter jetzt schon genug getan für die neue Arbeit? In diesem Prozess und in diesem Diskurs geht es eben jetzt nicht darum herauszufinden, wer hat die besseren Lösungen, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das ist auch schon so mein Ratschlag an diese Fachgruppe, in diesem sehr, sehr, sehr weiten Feld von Arbeit generell, aber auch insbesondere verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der New Work, Brücken zu suchen, also Ebenen zu suchen, wo man sich verknüpfen kann, verbinden kann. Trotzdem würde ich ganz gerne heute versuchen, die New Work nach Bergmann und seiner Interpretation doch ein bisschen mit den wichtigsten Punkten vorzustellen, um zu verhindern, dass da immer sehr viel vermischt wird. Ja? Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Fridtjof Bergmann hat zum Teil die Kritik, dass das, was in dem Hype-Begriff New Work eingebettet ist, sehr viel mit New Work im Minirock zu tun hat. Wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so kritisch, aber wenn ich diesen Vortrag da heute in drei Teilen so kurz skizzieren kann,
Ich will diesen Unterschied kurz herausheben, damit Sie verstehen, was New Work nach Bergmann wirklich unter diesem Calling, also unter diesem wirklich Wollen versteht. Dann würde ich kurz die Community Production erklären und da zwei, drei Beispiele erwähnen. Und das Dritte, was ich, wenn dann noch Zeit bleibt, anschneiden würde, wäre, was wir konkret gerade für ein Projekt haben. Für dieses erste Thema, was New Work ist, nach Bergmann, hätte ich gerne zwei Videos kurz angespielt. Ich hoffe, dass wir da jetzt die Technik nicht wieder überfordern. Aber vorhin hat es geklappt, daher probiere ich das jetzt einfach. Das erste Video ist vom America's Cup. Wir haben den letzte Woche ausgesiegelt. Hören Sie mich und sehen Sie jetzt den America's Cup? Ja, wir sehen alles. Gut. Und das sollte jetzt ein Video laufen. Also Sie sehen da so virtuelle Realität gemischt mit Realbildern. Sie hören eine Menge Live-Töne, Sie haben Live-Kameras vom Board. Sie haben jede Menge Messungen von Windstärken, Abständen, Zeiträumen etc. So, also, weil ich jetzt schon in diesem Modus bin, zeige ich Ihnen jetzt noch ein ganz anderes Video, was jetzt mehr die New Work nach Bergmann verkörpern würde. Sehen Sie das jetzt? Ja. Ja. Hier handelt es sich um ein künstlerisches Projekt von einem Peter Kaiser, der mit einem solarbetriebenen 3D-Drucker in die Wüste gefahren ist. Und in der Wüste ein 3D-Produkt, also eine Vase oder eine Schüssel, nur mit Photovoltaik betrieben und nur mit der Sonne und mit Computern und mechanischen Geräten ausdruckt. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz, wie der Prozess funktioniert. Hier so ungefähr. Also hier wird Sonnenlicht gesteuert mit einem Brennglas und einer Mechanik, die vom Computer aus gefahren wird. Und die brennt dann aus diesem Sand eine Skulptur heraus. Es ist auch eine Vase dabei hinten. Aber man kann also da die verschiedensten Dinge aus dem Quarzsand herausdrucken. Warum ich Ihnen das erzähle? Warum ich Ihnen das erzähle ist, es gibt hier zwei sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, wie man Technologie verwenden kann. Wie wir meinen, ist bei dieser sehr, sehr, sehr spannenden Geschichte mit dem America's Cup, den ich sehr begeistert geschaut habe letzte Woche, letztlich die alte Arbeit zur Perfektion getrieben. Man muss wissen, diese Teilnehmer auf diesem Board, also die da werken, die Regattasegler, die werden am Vorabend noch kontrolliert von, ihr Schlafrhythmus wird kontrolliert, ihre Blutwerte werden kontrolliert, damit sie möglichst Spitzenleistungen abliefern können am nächsten Tag. Nicht nur dieses Boot selber ist in jeder Form vermessen,
und ausgewertet, sondern auch die Menschen, die darauf arbeiten, sind in jeder Form ausgemessen. Und was wenige Leute wissen, ist, dass auch ein Bot quasi mitgefahren ist beim Siegerboot und Predictions gemacht hat über Wind, über Wassertemperaturen, über Geschwindigkeiten. Also nicht nur Messungen, sondern auch Predictions. Wann kommt welcher Windstoß von welcher Seite etc. etc. Also was wir hier erleben bei dem America's Cup ist das, wo sozusagen fast jedes Wirken von Arbeit in Perfektion hinstrebt. Und was wir da eben auch erleben, ist so eine extreme Gleichzeitigkeit. Beim America's Cup eine extreme Gleichzeitigkeit von Geld, von Publikum und von Beschleunigung. Es hat meiner Meinung nach auch ein wenig was von Gladiatorenkämpfen. Also es ist ja durchaus gefährlich. Diese Katamarane, die können zum Teil auch umkippen und es sind auch schon einige Menschen bei diesem Sport gestorben. Wenn ich jetzt dieses zweite Video herannehme, dann geht es da doch um ganz was anderes. Also erstens betreten wir bei diesem zweiten Video, das sich auch der Technik bedient, im Grunde genommen Neuland, also der Pfad in die Wüste hinaus. Und dort sind eben keine vorbeschriebenen Kanäle und keine vorbeschriebenen Wege vorhanden. Und er probiert mit einer anderen neuen Arbeitsorganisation, die sehr intrinsisch ist, sehr intrinsisch motiviert ist, hier etwas zu produzieren, was noch dazu ziemlich, ziemlich grün ist. Ja. Er fährt zwar mit einem Dieselstinker hinein in die Wüste, aber im Grunde genommen sind die technischen Apparate, die er da verwendet und den Strom, wie er ihn nimmt und so weiter, das ist relativ nachhaltig und durchaus in einer Kreislaufwirtschaft zu sehen. Warum ich jetzt diese zwei Beispiele gebracht habe, ist, dass, weil ich finde, dass es ein bisschen den Unterschied zeigt über die Form der Radikalität, wie die New Work nach Bergmann, über dieses New Work neu ordnen und das Arbeitsleben anders organisieren nachdenkt. Und ich will auch wirklich wiederum eine Brücke dafür schlagen, hier beide Dinge sehr ernst zu nehmen und aus beiden Wahrnehmungen über Arbeit eine neue Methode zu entwickeln, die wir gut erlernen und wo wir gute Kulturtechniken dazu entwickeln. Ich würde auch gern ein bisschen Raum für ein Gespräch geben. Also wen das jetzt völlig ratlos zurücklässt, was ich hier jetzt da mal vorgestellt habe, der möge mir bitte eine Frage stellen. Aber es ist für mich wirklich eine wichtige Herangehensweise zu erklären, wo New Work eigentlich herkommt. Also viele im neuen New Work-Diskurs wissen nicht, dass es ein philosophisches Konzept ist, dass dieses Calling, was ich wirklich, wirklich will, eben nichts mit Love-Bombing und Sinnstiftung für ein Unternehmen zu tun hat, sondern dass dieses Calling, was will ich wirklich, wirklich, eher etwas damit zu tun hat, dass, wie der Hegel sagt, aus einem Mangeln der Begierde die Menschen sehr, sehr häufig gar nicht darauf kommen, was sie eigentlich wirklich tief im Inneren gerne mit ihrem Leben anfangen wollen und wozu sie am meisten Lust hätten, was sie stärken würde, was sie, wo sie auch einen viel besseren Beitrag für die Gesellschaft geben können, als sie das in dem derzeitigen Arbeitssystem tun. Gibt es irgendwelche Fragen oder würde das jetzt das sprengen? Gibt es Fragen? Also im Chat gibt es derzeit nichts.
Möchte sich schon jemand zu Wort melden oder wollen wir erstmal noch mal ein bisschen weiter hören? Ja, also ich habe eben jetzt versucht, einmal zunächst eine der drei Säulen von Fridtjof Bergmans New Work genauer unter die Lupe zu nehmen, nämlich sozusagen diese Motivationsthematik, diese intrinsische Herangehensweise, warum mache ich etwas, wie will ich leben, wie organisiere ich mir das und wie radikal gehe ich dabei vor, Stichwort Mangel an Begierde. Unserer Meinung nach ist es einfach wirklich weit verbreitet, dass zu wenig Raum Raum da ist für Menschen nachzudenken, wo könnte die Reise hingehen und was können sie wirklich, wirklich machen. Die zweite Säule von uns im Diskurs der New Work derzeit in Deutschland ein bisschen unter den Tisch, also da fällt er ein bisschen unter den Tisch, das ist die Community Production. Bergmann hat das auch mal Hightech Self-Providing genannt, also im Buch, in dem roten, berühmten Buch von ihm ist das die Hightech Self-Providing. Er hat aber in vielen Vorträgen mit mir das dann öfter auch als Community Production oder auch sehr interessant als Grundwirtschaft bezeichnet. Bei der Grundwirtschaft geht es kurz gesagt darum, wie können wir uns Dinge selber herstellen, was braucht es da für Tools, welche Probleme gibt es da, etc. etc. Community Production hat viel mit diesem Designbegriff zu tun. Hochschulen in Wien sprechen hier vom sogenannten Social Design. Und Papanek hat ein Buch dazu geschrieben, The Green Imperative, wo er sozusagen im Wesentlichen notiert, dass es, wenn es ums Design geht, auch sehr darüber nachgedacht werden muss, was passiert, bevor ein Produkt hergestellt wird und was passiert danach. Bergmann hat sehr viel von dem 3D-Drucker sehr symbolisch geredet. Also es gibt eben zum Beispiel in der Tabakfabrik die Grand Garage. Das ist ein Hightech-Do-It-Yourself-Zentrum, das eben viel mehr als nur einen 3D-Drucker enthält, nämlich Hightech-Maschinen in verschiedenster Ausprägung. Dort sind Industrieroboter, dort sind Industriefräsen, dort sind eben auch 3D-Drucker, aber eben jede Menge unterschiedlichster Herstellungsgeräte in erdenklich bester Form. Bergmann meint, wenn es solche kommunalen Zentren gibt, wo Menschen hinkommen können und sich Dinge selber herstellen können, dann könnten wir einigen Druck wegnehmen von der Gesellschaft, ständig Dinge zu kaufen, ständig Dinge kaufen zu müssen. Sie könnten zum Beispiel mehr reparieren. Es würde auch einigen Druck nehmen, die globale Wirtschaft so dezentral zu organisieren, sprich die vielen, vielen Waren, die über unsere Meere schippern oder durch Amazon-Flugzeuge durch die Gegend gekarrt werden. Und er meint vor allem, dass wir ein viel besseres Verhältnis zum Produzieren an sich, zur Notwendigkeit von Produzieren, aber auch zu den damit verbundenen Fragen Nachhaltigkeit, Umwelt etc. hätten. Wir haben das sehr ernst genommen, wir von den New Workern, die also verschiedenste Projekte auf die Straße bringen wollen, und haben unter dem Titel New Work Factory wirklich versucht, so einige Dinge dieser Community Production auch durchzuspielen und haben eben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, unter anderem so ein Schuhprojekt gemacht. Also die Idee war, wir schauen doch jetzt mal nach, wenn ich nur einen Schuh mit neuen Technologien und mit einer kleinen Community herstelle, was passiert denn da? Und
dort haben wir zum Teil auch den Grund dafür gefunden, warum so wenig, wenn es um New Work geht, diese Community Production ins Bild gerückt wird. Der Grund ist nämlich, dass das halt nicht so einfach ist, ja? So einen Schuh zu machen mit einem 3D-Drucker in einer kleinen Gruppe, wirft eine Menge Probleme auf. Ich zähle nur ganz kurz 3, 4 auf. Also das erste und schwierigste Problem bei der Community Production ist nach wie vor, wie synchronisiert man verschiedenste Leute auf ein Thema, die jetzt nicht in der gleichen Firma arbeiten, die jetzt nicht wirklich entlohnt werden dafür, sondern sich erst auf ein Projekt einigen müssen. Wie synchronisiert man die durchaus unterschiedlichen Interessen, die die jeweiligen Teilnehmer eines solchen Projektes haben? Und wie entscheidet man sich, was jetzt dieses Produkt alles am Ende können sollte? Und wer macht jetzt da auch wirklich die Arbeit? Das waren so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt einmal erwähnen würde, die dieses Projekt eben nicht ganz so leicht gemacht haben, wie man jetzt glaubt. Die zweite Erfahrung ist, dass am Ende so ein Produkt jetzt nicht nur ganz günstig ist. Also ich habe da 3 Wochen nur gebraucht, weil ich es eben wollte, dafür diesen 3D-Drucker zusammenzubauen. Das war so ein Baukastenset. Und dabei habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt über diese Form der Produktion mit einem 3D-Drucker, weil ich ihn selber zusammengebaut habe. Auf der anderen Seite sind aber 3 Wochen irgendwie vergangen und das ist natürlich äußerst ineffizient. Was zeigt uns das? Wenn wir diese Community Production ernst nehmen wollen, und wie gesagt, es gibt tolle Zentren bereits, ich habe schon vorhin erwähnt, Tabakfabrik, Grand Garage, bitte unbedingt nachschauen, müssen wir einfach trotzdem berücksichtigen, dass diese Form der Eigenarbeit noch immer einer Arbeitsform und einer Produktionsweise gegenübersteht, die bedeutend rationeller funktioniert, in den Skalierungen ganz andere Themen auf den Tisch bringt. Mir fällt da der Elon Musk ein, der jetzt natürlich wieder da in Berlin eine Firma hochzieht, die gigantisch ist. Eine Fabrik, die ähnlich wie in Taipei eine sogenannte Dark Factory vermutlich wird. Das heißt, da drinnen werden keine Menschen arbeiten. Die Computer und die Roboter haben Sensoren, die kein Licht benötigen. Und die gesamte Überwachung wird auch schon ferngesteuert vorgenommen. Das heißt, in diesen Fabriken ist eigentlich kein Licht notwendig. Das Licht wird für irgendwelche Kontrollen und Wartungen dann hin und wieder eingeschalten, aber im Normalbetrieb brauchen diese Firmen kein Licht mehr. Das wäre jetzt so für mich im Großen so diese wichtigen Themen von Bergmann. Im Gegensatz zu das, was man im Unternehmensbereich meistens über die New Work erzählt, wo es um Arbeitsorganisation, um Flexibilitäten, um agiles Arbeiten etc. geht. Ich könnte dann, wenn dann konkrete Fragen kommen, auch konkret auf mehrere Projekte eingehen. Aber ich würde euch wirklich bitten, dass wir jetzt ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, weil ich höre nicht einmal hier was, weil es sind, glaube ich, alle Mikrofone abgeschaltet. Ich höre nicht mal was. Genau, wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen und eine Wortmeldung von Johannes. Bitte. Ja, also tatsächlich geht meine Wortmeldung auch in die Richtung, in die der erste Kommentar oder die erste Frage reinging. Das eben gerade Gesprochene ging sehr weit auf der Meta- oder philosophischen Ebene, die vielleicht für volkswirtschaftliche Gedanken durchaus Relevanz hat. Wir haben aber jetzt in Schleswig-Holstein jetzt keine Tesla-Gigafabrik, sondern sehr viele kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen, für die das Thema Arbeitsorganisation oder Nutzung von Tools, von Change Management, der Kultur, der Arbeitskultur und so wesentlich wichtiger ist, also wesentlich drängender Frage, gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle im Homeoffice eingeschlossen sind und auch noch wahrscheinlich ein bisschen länger bleiben. Dementsprechend, glaube ich, wäre so ein bisschen die Flughöhe zu verlassen und auf die Ebene
der Unternehmen in Schleswig-Holstein runterzukommen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr relevant, um da noch mal ein bisschen Inspiration, Input, Antworten zu finden. Ich glaube, es kamen ja eben gerade auch noch ein paar mehr Kommentare rein, aber das erstmal als Anmerkung auf der Audioebene, dass wir die Flughöhe ein bisschen verlassen und wieder auf die Realität der Unternehmen in Schleswig-Holstein auch runterbrechen können. Ja, ich probiere das. Ich verstehe auch die Kritik, aber grundsätzlich kommt New Work aus dieser Richtung, aus der Richtung, wo die Flughöhe relativ hoch ist, Hegel, philosophisches Konzept, wie verändern wir uns persönlich, um Arbeit zu verändern. Wie haben wir das in Unternehmen versucht hineinzutragen? Welche Ebenen gibt es da? Also eine Ebene war zum Beispiel die Politik, also mit Bürgermeistern zu reden, um den Ort, den ich vorhin erwähnt habe, die Tabakfabrik, in das zu entwickeln, was sie jetzt ist, war es natürlich nötig, Überzeugungsarbeit zu leisten. Was ist denn New Work und wie kann man das eigentliche Ziel, nämlich die Vernichtung von Arbeitsplätzen im Auslaufen des Industriezeitalters hin zu den neuen Arbeitsplätzen und den neuen Arbeitsformen, wie es eben das Informationszeitalter bringt, organisieren. Und da haben wir eben ich habe konkret eine 3D gedruckte Fabrik mit Zotterschokolade dem Herrn Bürgermeister in die Hand gedrückt. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er ein bisschen mehr Sympathie dafür gehegt, diesen durchaus komplizierten Umbau einer Fabrik, wo gerade noch 150 Leute Zigaretten produziert haben und dann, weil der japanische Konzern eine Umstrukturierung gemacht hat, alle entlassen hat, hat er eben nach durchaus einem komplizierten Prozess, jetzt nach 6-7 Jahren, dort 2000 Leute in einer Form der Arbeit, die durchaus in Teilen als New Work zu bezeichnen wäre. Die Tabakfabrik hat einen sehr interessanten Mix. Also es gibt dort Sozialbetriebe, es gibt dort Innovationsführer, es gibt sogar Marktführer. Es gibt eben diese Grand Garage als ein Fab Lab und als einen Makerspace. Es gibt Fair-Biomärkte, es gibt IT-Projekte und Hochschulprojekte, die sich mit diesen Nachhaltigkeitsthemen einer Green Economy und eines Green Deals beschäftigen. Es sind sehr konkrete Firmen entstanden und konkrete Firmengründungen aus diesem Biotop entstanden. Zum Beispiel sind in diesem, wie er auch bezeichnet wird, kollaborativen Konzern 300 Unternehmen in einem Startup-Cluster gefördert worden. Dinge dieser Art. Also ich würd mich auch freuen, wenn wir weiter über konkrete Beispiele reden könnten, aber Sie sagen, diese Idee, dass das alles nur eine Idee ist und eine Utopie sei, das stimmt so nicht ganz. Ja, Thomas, vielleicht von meiner Seite aus mal mit Blick auf die Uhr auch ein paar Fragen. Ich denke schon, dass wir hier, also ich bin natürlich erfreut, dass wir hier noch eine ganze Reihe von Teilnehmern haben, die gespannt lauschen und sicherlich auch so eine Mischung aus sich Fragen stellen, was hören wir hier gerade? Wir hören von dir ja einen philosophischen Ansatz an der Stelle. Und wozu die Menschen ja neigen ist, wenn man sich mit New Work beschäftigt, dass wir relativ schnell in Methoden springen und irgendwie Realitäten nehmen oder Best Practices und gucken, was hat eigentlich wie funktioniert und wie können wir das einsetzen. Was wir eigentlich wollen, dazu werden wir in dieser Arbeitsgruppe natürlich kommen auch, aber wir wollen uns erstmal über die Definition von New Work, die verschiedenartig ist, das stellst du hier ja auch vor,
der Thematik nähern, um dann in den nächsten Veranstaltungen, in den nächsten Runden sehr konkret auch auf das abzielen, was allen unter den Nägeln brennt, nämlich wie wir moderner, wie wir besser arbeiten und welche Bedeutung das auf den Menschen eigentlich hat. Denn in erster Linie steht der Mensch im Mittelpunkt, die Sinnhaftigkeit der Arbeit auch, denn die führt zuletzt dazu, dass wir auch motiviert und produktiv arbeiten können. Und ich glaube, das ist das, dass man sich mit dieser Thematik mal so ein bisschen aus einer anderen Sicht nähert, ist für uns erstmal wichtig. Und ich will das hier der Arbeitsgruppe nur mal sagen. Wir werden noch sehr, sehr konkret, weil wir kommen alle aus der Praxis. Aber der Einstieg diente auch dazu, Thomas hier die Gelegenheit zu geben, auch mal den philosophischen Ansatz von Friedhof Bergmann auch hier näher zu bringen. Ja, also wir verwenden auch Tools, weil die, wie Sie richtig sagen, sehr wichtig sind, um in konkrete Organisationsformen, in konkrete Kulturtechniken und konkrete soziokratische Verhaltensweisen zu kommen. Und da gibt es zum Beispiel ein Tool, Soziokratie 2.0, was wir recht erfolgreich einsetzen, was eben einiges dieser Problematiken, die ich vorhin erwähnt habe, dass es eben sehr schwer ist, verschiedene Leute hinter eine Fragestellung wirklich zu verknüpfen, sie auch in einem gewissen Grad in ein Tun zu bringen, das auch halbwegs effizient ist, das vor allem auch als gerecht empfunden wird, als fair empfunden wird und was auch in der Arbeitsaufteilung, wer da jetzt am meisten zu tun hat und wer mit seinen Stärken was einbringen kann, ein recht praktisches Tool ist. Es gibt die ersten Tools am Markt von einer jungen Wienerin erfunden, die versuchen, dieses wirklich, wirklich Wollen von Menschen herauszufinden. Übrigens ist dieses Bergmannsche Modell des wirklich, wirklich Wollens in einer sogenannten Kompetenzbilanz in verschiedensten Sozialbetrieben im Einsatz, um mit Arbeitslosen zu arbeiten. Es ist auch im Einsatz, um bei bestimmten Führungsebenen, also um bei bestimmten Führungsgesprächen herauszufinden, wo, in welche Richtung das gehen kann. Also es gibt so auf verschiedenen Ebenen durchaus praktische Ausformungen des philosophischen Konzepts von Bergmann. Und wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, haben wir ja auch einen Schuh gemacht. Und dieser Schuh wurde dann auch vorgestellt von einer türkischen Designerin und wurde letztlich auch ins Geschäft gebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Ansätze nicht von uns versucht werden, auch auf die Straße gebracht zu werden. Thomas, wir haben noch ein paar Fragen im Chat. Ich glaube, Hanna, du wolltest sie gerade stellen oder einfach mal an Thomas richten, die wir dann nochmal beantworten können. Dann, ne? Genau, wir haben nämlich drei aktuelle Fragen gerade hier. Einmal ist die Frage, gibt es einen Zeithorizont, bis zu dem sich New Work global durchgesetzt haben könnte? Ja, also ich habe darüber viel mit Friedhof geredet, weil ich ihn ja immer wieder fast sogar ermutigen wollte, er möge doch eine politische Partei gründen oder so. Aber wir haben dann in diesen langen Gesprächen eher den Eindruck gewonnen, dass das, was da passiert, ein emanzipatorischer Prozess ist. Also das funktioniert so ein bisschen wie der Feminismus. Das sickert in die Gesellschaft hinein. Und das kann nur Schritt für Schritt in die Umsetzung kommen und es kann auch je nach Region, in der diese Dinge ausprobiert werden, mal stärker, mal schwächer sich durchsetzen. Und das ist ein riesiges, gigantisches Experiment, in dem wir da alle gemeinsam angekommen sind. Und wo diese Corona-Situation ja auch nur ein Mosaikstein ist mit dieser neuen Dezentralität der Arbeitsplätze, das wir da erleben. Also es wird da sehr viele Verwerfungen geben rund um dieses Thema und es wird sehr viele unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Friedhof Bergmann ist ja ein Riesenanliegen, vor allem die Armut zu bekämpfen mit der New Work und vor allem bei den 90% Abgeschmetterten Veränderungen herbeizuführen und es gibt
da Hoffnungen sozusagen zum Teil disruptiv in afrikanischen Ländern mit diesen Kulturtechniken und Technologien eben bestimmte Möglichkeiten zu entwickeln. Was wir hier aber sehen, ist, dass zum Teil in der First World, also in der entwickelten Welt, eher diese größeren Infrastrukturzentren stehen, die so eine Community Production ermöglichen, als das dann wirklich in Afrika ist. Ja? Also es ist eher in reichen Gesellschaften so, dass da Nischen entstehen können, wo wir diese neuen Formen der Produktion und diese neuen Formen der Herstellung, der Arbeitsorganisation, der Unternehmensorganisation organisieren können. Okay, danke schön. Dann ist hier auch noch eine Frage gekommen. Was für eine Rolle spielt Coworking für dich beim Thema New Work? Ja, eine riesige Rolle. Das Coworking ist eben in unserem Ansatz ausgebaut zu einem Co-Production-Thema. Also es geht eben darum, wie man Wissen teilen kann, Wissen austauschen kann, Technologie für sich verwenden kann. Wir haben die Ausdrücke Big Data for Us, intuitive künstliche Intelligenz, die jeder an seinem Handy haben kann und eben nicht nur Google. Wir haben die Versuche gestartet, mit Blockchain dezentrale Organisationen aufzubauen, die eben in einer Coworking-Art und Weise versuchen, gemeinsam ein Unternehmen zu führen. Und ich habe eben vorhin schon erwähnt, dass es eben Bestrebungen gibt, so etwas Ähnliches, was in einer Art neuen Genossenschaft irgendwie verankert ist, einen kollaborativen Konzern, wie ihn die Tabakfabrik darstellt, eben auch unter ein Organisationsregime einen erweiterten Coworking-Space zu entwickeln. Und das sind die konkreten Versuche da draußen. Und es ist eine riesige Bewegung von Coworking Spaces und Co-Production Spaces. Es gibt Maker Fairs, es gibt ein enormes Potenzial von kleinst- und mittelgroßen Projekten da draußen, die alle sozusagen eine andere Wirtschaft mitbauen. Ein wichtiger Begriff ist auch Peer-to-Peer-Production, findet man auch sehr viel dazu, wo es eben auch darum geht, nicht nur Coworking-Spaces, die real Menschen an einem Ort zu verknüpfen, hier zu erwähnen, sondern eben überhaupt eine völlig dezentralisierte gemeinsame Arbeitsorganisation, die eben nur in hybrider Form zu einem Treffen dann wieder führt. Alles klar. Wir sind nämlich kurz vor Ende, deswegen würde ich jetzt noch einmal hier die letzte Frage vorlesen. Und zwar, ist New Work nicht eher eine Theorie, die nicht nie umgesetzt wird? Ich stelle es mir schwer vor, wie eine Reinigungskraft sich in ihrer Tätigkeit persönlich entfalten kann und in ihrer Arbeitstätigkeit Sinn empfindet. Ja, also erstens ist das nicht ganz, also grundsätzlich gebe ich diesem Einwand recht, so wie die Wirtschaft und die Ökonomie derzeit vorherrschend organisiert ist, gibt es massive Problemlagen. Ich finde, Corona hat hier wie ein Brennglas auf diese atypischen Beschäftigungen und auf diese großen Probleme einen ordentlichen Blick geworfen. Ich hoffe auch, dass am Ende dieses sehr genauen Blickes auch endlich eine Änderung kommt. Bin da durchaus pessimistisch. Aber dass sozusagen prekäre Berufsgruppen sozusagen dieses Menetekel des alten Arbeitssystems an der Wand sind, ist sonnenklar. Aber was man schon auch berücksichtigen muss, ist, dass nicht jeder also unbedingt Geigenspieler und Künstler werden will, sondern es gibt durchaus auch Müllmänner, die in ihrer Funktion sowas wie Glück erleben können. Ich habe konkret gerade mit einer Schauspielerin
und Sprecherin ein Video aufgenommen, die mittlerweile sehr, sehr, sehr gerne und sehr glücklich Kellnerin ist. Also genau dieses Hinterfragen von Stereotypen, auch das Thema Erfolg müsste man da mal anders beleuchten, ist eben Thema bei dem Calling von Bergmann, eben herauszufinden, welche Tätigkeiten, die man wirklich so Tag für Tag zu erledigen hat, mit welchen Leuten man es so Tag für Tag zu tun hat, brauche ich, mache mich glücklich, entsprechen meinen eigentlichen Fähigkeiten und stärken mich am Ende des Tages. Und was alles andere, was vielleicht schöner glänzt, ist im Gegensatz dazu ziemlich zerstörend, sehr einengend und sehr vernichtend. Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas, nochmal für diese wirklichen Einsichten. Ich glaube, man muss sich Zeit nehmen, um das Thema erstmal auf sich wirken zu lassen, jetzt auch, was wir heute gehört haben. Das soll auch Ziel und das war auch die Absicht, die wir hiermit verfolgt haben, dass wir uns einfach dieser Definition von New Work auch nachher für unsere Arbeit hier in der Fachgruppe auch nähern. Und vielleicht mit dem Blick auf das, was demnächst ansteht. Wir haben euch den Fragebogen rausgesendet und freuen uns über ein Feedback. Wir werden mit Thomas natürlich auch gerne in Verbindung bleiben, auch um dann vielleicht im Nachgang noch Fragen klären zu können. Was demnächst ansteht, das könnt ihr auf der Website auch nochmal sehen. Wir haben am 13. die nächste Veranstaltung, 13. April. Da geht es eigentlich schon sehr konkret in das Thema, was Führungskräfte eigentlich tun können. Also diejenigen, die auch maßgeblich an der Gestaltung von New Work oder modernen Arbeitsformen eben mitverantwortlich sind. Da wollen wir uns dieser Thematik Führen auf Distanz nähern. Wie gelingt es richtig gut am 13. April? Und Hanna, wir haben ja noch einige weitere Aktionen oder Webinare geplant. Willst du noch was dazu sagen? Genau, ich glaube, wir können ja die nächsten beiden ankündigen. Frank sagte ja schon, 13.04. Führen auf Distanz und am 3.05. Gibt es dann auch wahrscheinlich für viele ein sehr spannendes Thema Work Better, der Neustart fürs Büro. Also wie verändert sich das Büro der Zukunft? Zusammen mit Steelcase haben wir da einen Impulsvortrag vorbereitet, wo es dann sogar noch eine virtuelle Tour geben wird im Anschluss. Genau, gerne auf der Webseite informieren. Da finden alle Informationen. Mit dem Rücklauf eurer Fragebögen werden wir uns auch dieser Zieldefinition für die Arbeitsgruppe nähern und diese Bausteine nach und nach zusammensetzen und dann auch ein klares, also unsere Erwartung ist, dass wir ein klares Ergebnis dann auch, eine klare Zielsetzung stecken für die Arbeit in dieser Fachgruppe der DIVISH. Und freuen uns auf das Wiedersehen und Wiederhören, hoffentlich in den nächsten Arbeitsgruppen und auf das Feedback von euch. Vielen, vielen Dank und Thomas nochmal an dich. Vielen, vielen Dank auch für den Beitrag heute. Danke, gerne. Habt ihr das aufgenommen oder? Genau, wir haben es aufgenommen und stellen dir das auch gerne zur Verfügung. Und wenn jetzt noch im Chat ein paar Fragen reinkommen, würde ich sie dir auch einfach weiterleiten und vielleicht können wir sie dann per Mail beantworten. Ja, gerne, können wir so machen. Super, dann vielen, vielen lieben Dank und dann wünschen wir allen einen schönen Abend und wir freuen uns auf viele weitere spannende Veranstaltungen mit euch. Tschüss. Danke, tschüss. Jo, tschüss, Thomas. Danke und tschüss. Mach's gut. Gerd? Ja? Jetzt sind wir alleine. Du bist alleine? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ja. Ja, du hast das ja besser gemacht, als ich das hätte jemals machen können. Nein, 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 ich glaube nicht. Du hast ja gesehen, es war die Flughöhe zu hoch. Ja, aber das ist... Ja. Ich habe versucht, das mit diesem Video vom America's Cup zu knacken. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Scheinbar schauen die nicht America's Cup. Ja, mir fiel noch eine
eine Sache Hallo zusammen. Ich bin auch noch da. Ich war derjenige, der die Audiomeldung reingegeben hatte. Ja. Hallo. 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 Moin zusammen, genau. Ja, ich glaube, es war vielleicht, also ich sage mal, mit der Erwartung von New Work, also die Erwartung mit Philosophie, vielleicht auch den Einstieg zu bekommen, das hätte vielleicht Frank auch am Anfang einfach kurz sagen sollen oder auch eine Ankündigung mitgeben können, dann hätte man sich gut darauf einstellen können. Ne? Also wir haben halt vielleicht dann jetzt hier aus der Praxis so den Blick, hey, New Work ist für uns Tools, Denken, Mindset und so weiter. Und vielleicht nicht dieser philosophische Ansatz. Und dementsprechend, glaube ich, war die Verwirrung erstmal aus diesem Kontext ganz klar da. Ne? So von wegen, worüber, der redet gerade nicht über die Welt von New Work, die ich bisher kennengelernt habe. Ne? Ja. Aber hat man ja, glaube ich, am Ende auch gemerkt, dass die einfach auch eine Zeit brauchten, um sich darauf auch einzustimmen oder einzulassen. Ne? Aber ich dachte, okay, hätte man vielleicht hier und da noch stärker als Dialog zwischen Frank und dir, Thomas, halten können, dann hätte man das vielleicht auch in gewisser Weise lenken können oder auch, nicht lenken, aber zumindest klarer machen können. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, also es ist halt, du musst verstehen, wir kommen wirklich ja in einen Diskurs die ganze Zeit und versuchen da schon so Brücken sehr ernst zu nehmen, wie ihr das jetzt gerade baut. Ja. Aber man muss halt schon auch sozusagen die wesentlichen Unterschiede da immer wieder auch erklären und begreifbar machen. Und das war so ein bisschen der Versuch, der eben ein bisschen verwirrend wahrscheinlich gekommen ist. Aber das Thema bleibt schon, dass das habe ich schon jetzt auch wieder herausgehört, dass sozusagen die Speerrichtung, aus der, also von woher ich dieses ganze New Work-Thema überhaupt anpacke, das muss man schon mal umdrehen. Also das war sozusagen der Versuch von mir, den Menschen klarzumachen, dass es eben nicht darum geht, unternehmerische Zusammenhänge mit Effizienz auszustatten und zu perfektionieren, sondern dass es eben genau andersrum gedacht war und ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, vielleicht in einem ganzen Change-Prozess in den Unternehmen, wenn man sich mit New Work beschäftigt oder dann irgendwann in die Praxis und ins Operative reinkommt, dass man vielleicht auch über diesen Weg dann diese Denkmuster durchbricht. Ne? Also das ist ja auch durchaus ein Weg, aber das muss dann in der Form auch dann initiierend mitteilen, so hey Leute, jetzt einmal kurz verlasst eure Tools, verlasst euer Homeoffice-Umfeld, wo ihr gerade seid und hebt einmal ab und lasst euch, macht den Kopf auf, sag ich mal, in der Form. Ja. Ich glaube ja auch, dass wenn wir jetzt über New Work sprechen, dann sind ja Menschen in sehr unterschiedlicher Art und Weise damit bisher konfrontiert worden. Man hat eben die Menschen, die jetzt mitgekriegt haben, okay, jetzt redet meine ganze Truppe da, wo ich arbeite, plötzlich von New Work. Übrigens, es wird durchaus sehr kritisch wahrgenommen. Also man braucht nur mal bei der Gewerkschaft nachfragen, was die so zu diesem Hype sagen. Mhm. Das andere ist, dass es einen richtigen Diskurs und fast schon so ein bisschen eine Streiterei gibt zwischen denen, die eine gute New Work machen und denen, die eine schlechte New Work machen. Das wären jetzt sozusagen die New Work-Experten, würde ich die jetzt so irgendwie skizzieren. Und das Dritte wären dann die eigentlich überhaupt noch nie mit dem Thema in irgendeiner Form konfrontiert waren. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie viel von diesen 90, die da heute dabei waren, in welcher Gruppe irgendwie beheimatet sind. Ich dachte nur, nachdem das als New Work-Veranstaltung ausgeschrieben war, dass es sozusagen, und dass nachdem es darum geht, genau eine ganze Fachgruppe mit dem Thema zu infiltrieren, dass es doch einen gewissen Vorgeschmack schon gibt von dem Ganzen. Und darum wollte ich heute, gebe ich zu, das war so ein bisschen meine Agenda, schon allen klar machen, es kam von woanders. Es kam
Ja, also, es heißt auch, der Titel hieß ja auch wirklich, wirklich wollen, ne? Und das ist der New Culture, der philosophische Hintergrund. Das stimmt. Also ich sag mal, die sich hier heute eingewählt haben, also ich kann das ja tatsächlich mit durchaus, also ich glaube, ich hatte ja ganz am Anfang auch die ersten Worte gesetzt, weil ich ja das Cluster Management divisch leite. Das heißt, ich habe schon einen ganz guten Überblick, wer sich da im ganzen Netzwerk so befindet. Und das sind in der Regel sind das KMUs, ne? Also wir sind durchtränkt in Schleswig-Holstein von KMUs aus der Digitalwirtschaft. Das heißt, für die ist das in gewisser Weise ja aktuell ja Lebensrealität, sich mit diesen neuen Methoden auch zu beschäftigen. Manche sind schon deutlich weiter, manche brauchen noch durchaus sind auch am Anfang. Von daher kann man das gar nicht so über einen Kamm sagen, die fangen alle gerade erst mit dem Thema an oder wie auch immer. Tatsächlich, ich hab jetzt eben gerade am Ende, als dann Hanna gesagt hatte, hier letzte Frage noch oder Frank. Aber eine Frage ist mir noch aufgedrängt bei der Thematik, wann denn sich das global durchgesetzt hat. Da habe ich gefragt, wie soll sich denn etwas global durchsetzen, was im stetigen Fluss ist? Ne? Also ist New Work, was, wie wir es vielleicht dann heute definiert oder vor 5 Jahren definiert haben, ist ja sicherlich nicht das Gleiche, was es in 5 Jahren ist. Das heißt, wenn in 5 Jahren auch die letzten konservativen Branchen sich mit New Work beschäftigt haben, damit meine ich nicht die Reinigungsfirmen, sondern keine Ahnung, wie auch immer, ne? Also maritime Branche ist ja durchaus konservativ, wenn die sich damit befasst haben, ist halt die Digitalbranche oder die Medienbranche oder die Kreativbranche allgemein, ist ja halt schon irgendwie 10 Jahre nochmal weiter. Ne? Das heißt, die werden schon wieder eine ganz andere Adoption von New Work-Themen haben. Also von daher kann man das global durchsetzen, kann man ja gar nicht so formulieren. Würde ich mal so behaupten. Mir ist noch eine Idee gekommen, Thomas. Also ich bin Gerd Neuner. Wir haben ja diesen Verein Neue Arbeit, Neue Kultur Kiel e.V. Ja. Zusammen kennen wir Frithjof seit fast 30 Jahren und so weiter. Ich habe noch während meiner Arbeitszeit habe ich versucht, noch ein Interreg-Projekt zu machen. Mhm. Und zwar der Ansatzpunkt, das passt ganz gut zu dem Thema Führung fürs nächste Mal. Der Ansatzpunkt, der mir am Herzen lag, war, wie hoch sind die Krankenstände in den Betrieben? Und welche Wege gibt es, Krankenstände zu reduzieren? Und motiviert hat mich der damalige Chef der Abfallwirtschaftsbetriebe hier in Kiel. Ich habe mal so ein kommunalpolitisches Forum gemacht und da haben wir uns Themen ausgesucht und es ging in diesem Teil Kieler Betriebe. Und der war ganz stolz darauf, dass mit der Uni seinerzeit, das ist schon viele Jahre her, ein Projekt gemacht wurde, um zu überlegen, wie kann man den Krankenstand senken. Und es gibt so ein finnisches Modell mit 4 Etagen, so Workability-Modell. Und da sind sie rangegangen und Dr. Berger von der Uni, die haben dann die Führungskultur verändert. Und es ist in der Tat gelungen, das hat er auch präsentiert damals in meiner Veranstaltung, das hieß Kommunalpolitisches Forum, dass der Krankenstand hier in Kiel, also jetzt im ABK, deutlich runtergegangen sind. Das war für mich so die Motivation auch, angeregt durch Frithjof, zu versuchen, kurz vor meiner Verrentung noch so ein Interreg-Projekt zu machen. Und da war Kolding dabei mit den Innovationsfabriken und so weiter. Und wir haben ein Führungskräftekonzept in Deutsch-Dänisch geschrieben gemeinsam und haben uns ein Unternehmen gesucht, in dem der Krankenstand 1% hatte. Die Leute, denen ich das erzählte, die meinten nämlich, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, sowas gäbe es gar nicht. Und das war gleich an der dänischen Grenze. Wir haben uns dann nicht auf KMU, sondern wir haben uns auf eine Berufsgruppe konzentriert, die die höchsten Ausfälle hat, nämlich im Pflege- und im Altenpflegebereich. Und in Grosstehen, in der Nähe von Sönderburg, gab es diese Altenpflegeeinrichtung mit dem 1%. Aber in jedem Fall war, und das kommt auf Thomas zu, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar was mit Frithjof Bergmann zu tun hat, was ich jetzt sage, aber der Gedanke steckt dahinter, zu sagen, wenn Wertschätzung und Sinnstiftung, man kann auch bei Gerald Hüter nachgucken, kulturwandel.org, genau da läuft das Gleiche. Wenn Wertschätzung eine Rolle spielt, dann kriegt man eine andere Unternehmenskultur. Und meine Erfahrung in meinem Berufsleben ist, dass die meisten das nicht können, Wertschätzung auszuüben. Mhm. Also dem schmutzigen Menschen, ich sage das immer so drastisch, dem Müllmann, natürlich, der Weg hätte auch die Reinigungskraft
Tatsächlich fand ich das Beispiel extrem unglücklich, auch wenn ich Hauke sehr schätze. Also, ne? Aber ich meine, selbst da kann man absolut sinnstiftend finden, im Sinne von, hey, ich mache hier nicht den Dreck weg, sondern ich sorge dafür, dass die Menschen ein sauberes, schönes, angenehmes Zuhause haben oder Arbeitsplatz oder sonst was. Ne? Das ist ja, ist ja auch wieder ein Mindset-Problem, sag ich mal. Ja. Also, ich hatte Fritjof, wir haben vor 3 Wochen miteinander telefoniert und ich habe ihn nicht nach der Reinigungskraft gefragt, sondern ich habe ihn nochmal, wir haben so einen Podcast gemacht, der kommt jetzt bald auf unserer Homepage. Und ich habe ihn gefragt, Fritjof, erinnerst du dich noch an dieses Beispiel, was du mir mal erzählt hast mit dem Fließbandarbeiter? Es gibt keine 70er Jahre war das, den ihr gefragt habt, was er eigentlich in seinem Leben aus seinem Leben machen wollte. Das war jemand, der musste die Rollen des Fließbandes, saß unten drunter, die ölen. Und als sie ihn gefragt hatten, brach er in Tränen aus. Und dann sprudelt das aus ihm raus. Dann hat er plötzlich ganz viele Beispiele. Und ich glaube, so in diese Richtung, das hatte mich immer sehr angesprochen, dass es da Wege gibt, gerade auch den betriebswirtschaftlichen Effekt von solcher Vorgehensweise, von Wertschätzung, von einer anderen Führungskultur, das auszuloten, das würde auch diese KMU-Leute, das muss sie meines Erachtens interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, das höre ich auf. Ich bin Quatsch auf mich. Da kann man wahrscheinlich ganze Nächte darüber. Ja, kann man auch. Ja, mich hat das immer, hat mich sehr angesprochen, diese Art und Weise. Weil ich gesagt, da steckt der Schlüssel. Und ich war ja bei der Stadt Kiel in der Volkshochschule und bei der Stadt Kiel hat sich in den ganzen 10, 20 Jahren nichts geändert, was Führungskultur anbelangt. Ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Leben oder aus meinem vorherigen beruflichen Leben, was auch ganz weit woanders ist, aber voll drauf trifft. Und zwar komme ich aus der Musikindustrie. Ja. Na, und da gibt's so den Unterschied zwischen organischer Künstlerentwicklung und synthetischer Künstlerentwicklung. Das heißt, organisch ist, ich sag mal, identitätsorientiert vom Künstler aus und synthetisch ist orientiert vom Management aus. Die vom Management aus, die sind meistens nicht sehr langlebig, weil da quasi ein Konzept auf einen Künstler oder auf einen Interpreten gestülpt wird, was er zu verantworten hat. Und im organisch ist wirklich, du bist Künstler, sag mir, was du machen willst und wir machen daraus was Großes. So vom Mindset her. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel von Alexander Klavs. Ich weiß nicht, ob er Ihnen ein Begriff ist. Der hat die allererste Staffel von Deutschland sucht den Superstar damals gewonnen. Ach so, ja. Ne? Hatte damit 3 Jahre lang auch großen Erfolg. Ne? Der war sehr erfolgreich mit vielen Platz 1-Sets und so weiter. Aber er hat halt nach 3 Jahren exakt seinen Managementvertrag aufgelöst, obwohl er noch sehr, sehr erfolgreich war. Ne? Aber er hat damals dann gesagt, oder die Reaktion hat gezeigt, das, was er dort verkörpert hat, durch diese Deutschland sucht den Superstar-Geschichte und durch das Management, das war nicht er. Also sprich, er löst seinen Vertrag auf, obwohl er sehr, sehr erfolgreich ist. Er hat ab dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr in diesem Vertrag war, nur noch Deutsch gesungen, nicht mehr Englisch, vorhin nur Englisch. Ne? Und er hat ja schon bevor es, oder als es absehbar war, dass er aus diesem Vertrag rausgeht, hat er angefangen, eine Musical- und Schauspielerausbildung zu machen. Und er ist heute als eher bekannt als Winnetou in Bad Segeberg und Tarzan in Hamburg. Ne, also der macht ein Musical heute und ist in dieser neuen Rolle sehr, sehr glücklich. Und das ist so ein super Beispiel dafür, ob die Leute in ihrem Tun sinnstiftend, also Sinn finden und das ihre Identität entspricht. Und dann kann man darauf auch eine nachhaltige, langfristige Karriere aufbauen oder halt einmal auslutschen und fallen lassen. Ne? Ja. Jetzt mal böse ausgedrückt. Ja. Thomas, bist du noch da? Ich finde die Musiker in jeder Hinsicht vorn dran. Ne? Hört sie mich? Ja. Technologisch finde ich das so spannend, also in diesen, jetzt sind einmal die ersten Menschen da total zurückgeworfen auf ihre Technologie mit Homeoffice und so weiter. Die Musiker haben ja diesen Prozess vor 20 Jahren irgendwie durchgemacht und sind in einer gemischten, analog-elektronischen, hybriden Welt gelandet und haben auch wahnsinnige Vermarktungseffekte, wovon sie eigentlich leben.
über das Internet durchmachen müssen. Und alle diese Prozesse finde ich geradezu sinnbildlich für das, was jetzt kommen wird. Also es wird ganz normale Unternehmen nötig werden, sich eben dann genauso schnell und in Echtzeit und fast quasi live, wie das Musiker immer gemacht haben, in den Markt zu tummeln. Und darum habe ich eben durchaus bewusst dieses Hightech-Beispiel America's Cup da in den Ring geworfen, um das sozusagen auszulösen, diesen Trigger. Was mich aber da immer wieder überrascht ist, dass sich Deutschland irgendwie noch uneins ist. Und da würden mich jetzt eben die Kieler nicht Kleingewerbe, sondern KMUs interessieren, wie weit da jetzt Digitalisierung in dem Sinn begriffen wird, wie ich das da so öfter jetzt angedeutet habe, nämlich als wahnsinnig bedrohlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite als ein Must-Have, mit dem man selber jetzt den Markt und die Arena neu betreten muss. Nur ganz kurz noch, ich höre da immer sehr unterschiedliche Signale. Man schimpft auf die Telekom, weil sie es nicht zusammenbringt, eine gescheite Internetleitung überall hinzulegen. Gleichzeitig ist die Telekom Marktführer und hat die Top-Leistungen, die sie überall hin verkaufen können. Das Zweite ist, ich glaube, bei Industrierobotern ist Deutschland weltweit führend mit KI-Einsatz. Wenn man so nachschaut, dann sagen die Firmen, sie wehren sich gegen diese überfordernde Einsetzung von Algos überall und sie sind eher so, ja, sie wollen sie eher nicht. Ne? Also da würde mich interessieren, was passiert wirklich bei den KMUs mit Software, mit Algos, mit diesen neuen technokratischen Themen, ja, die da, das ist ja auch Steuerung von allem damit inkludiert. Ich habe dazu mehrere Antworten. Erstmal einen kleinen Einstieg noch kurz oder einen kleinen Kommentar auf die Vergangenheit der Musikindustrie. Aus meiner Vergangenheit in der Musikindustrie und ich war in der Phase da drin, als es nur bergab ging, also reingekommen so 2005 etwa, rausgegangen 2017. Und in der Zeit von 2000 bis 2015 hat die Tonträgerindustrie weltweit 60% an Volumen verloren. 60, ne? Also das ist schon dramatisch. Hängt einfach auch damit zusammen, dass sie das Thema Digitalisierung als Gefahr betrachtet haben und nicht als Chance. Und sie haben es zuerst ignoriert, dann bekämpft, dann klein geredet und dann irgendwann als Chance begriffen. Und diese Phasen kann ich auch durchaus noch ablesen aus meiner Vergangenheit. Ne? Also ich habe 2006 beispielsweise bei Universal in Berlin gearbeitet und dort vorgeschlagen, hey, lass uns nochmal was auch in Online-Marketing oder Online-Promotion investieren, weil da ist unsere Zielgruppe. Da bekam ich von meiner damaligen Vorgesetzten nur die Antwort, nee, mit TV-Werbung fahren wir besser. Das war 2006, da war Internet schon durchaus präsent. Ne? Naja, aber das ist ja so ein bisschen auch meine Mission, die ich jetzt auch in meiner Diebisch-Rolle verfolge, dass ich andere Branchen ein bisschen davor bewahren will, die gleichen Fehler zu machen wie die Musikindustrie. Aber um jetzt die Frage auch nochmal zu beantworten, also jetzt aus Perspektive von Diebisch, sind wir eigentlich eher die Kompetenzgeber oder Kompetenzhalter, um das Thema Digitalisierung ja zu verbreiten oder zu unterstützen? Das heißt, wir pushen eher das Thema, aber wir arbeiten natürlich auch mit den anderen Branchen zusammen. Und da muss man sagen, also es macht gar keinen Sinn, danach zu streben, so zu sein wie Silicon Valley oder wie Alibaba oder sonst was, sondern es macht nur Sinn zu schauen, wo ist Schleswig-Holstein, wo sind die Unternehmen in Schleswig-Holstein sehr stark, sehr unique und darauf dann noch mehr draufzusetzen. Um daraus dann halt vielleicht dann im globalen Wettbewerb auch mitmachen zu können. Und da braucht es gar nicht so die Global Player. Also wir brauchen da nicht eine Firma wie Tesla, sondern in der Nische reicht auch schon dann ein Unternehmen mit, keine Ahnung, mit 100 Mitarbeitern oder mit 50 Mitarbeitern. Ein Beispiel, also ich gebe mal das kleine Beispiel dort, Hauke Berndt, der vorhin auch diese eine Frage gestellt hatte. Sein Unternehmen macht Digitalisierung oder digitale Transformation im Bereich von Printproduktion, also Printmedien, also Print-Content-Erstellung und so weiter und ist damit weltweit sehr, sehr erfolgreich. Also Marktführer, glaube ich, in Indien
große Teile in USA und einen großen Teil in Deutschland, wenn halt von der Zeitungsproduktion von denen unterstützt. Und das sind so Nischen, da kann man dann reingehen. Die sind auch dann so versteckt, dass man das eher als Hidden Champions dann auch bezeichnen muss. Und genau da ja, passiert dann halt auch die Wertschöpfung statt. Und ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst. Ich meine, solche Beispiele wird man auch überall anders in Deutschland finden, ne? Von bestimmten Nischen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wo dann plötzlich ein Weltmarkt bespielt wird. Mhm. Ja. Also es ist viel mehr integriert in Wirklichkeit, hat aber, es gibt eine gewisse Scheu vor diesen ganzen angstmachenden und disruptiven, beschleunigenden technologischen Menetekeln, die da an der Wand stehen. Also verwerflich vielleicht schon, aber was nicht verwunderlich ist, weil Branchen, denen es sehr, sehr gut geht, oder Unternehmen, die es sehr, sehr gut ist, die werden sich vielleicht in dem Moment sagen, hey, was soll mir denn passieren? Bei uns läuft doch alles, ne? Und aber den Fehler sollte man nicht zu häufig machen oder nicht zu langfristig machen, sondern in dem Moment denken, okay, was passiert in der Welt und wie können wir die Chancen auch nutzen? Aber das ist echt ein Mindset-Problem bei vielen. Das ist auch ein Mindset-Problem, wenn wir jetzt nochmal zurückwerfen, den Blick auf New Work. Ich meine, wenn man sagt, hey, wir arbeiten doch alle produktiv zusammen, die Welt entwickelt sich auch weiter und jetzt beispielsweise Homeoffice, wenn man jetzt kürzlich noch darüber punkten konnte und sagen, hey, hier lebst du dort, wo andere Urlaub machen und kannst ja auch noch toll arbeiten. Wenn das dann so weitergeht mit Remote-Arbeit und so weiter, dann lebst du dort, wo andere Urlaub machen und arbeitest dort, wo du viel Geld verdienst. Ne? Und das ist natürlich eine riesige Gefahr in meinen Augen für so strukturell schwache Branchen, Regionen für die Unternehmen dort. Was ich in dem Zusammenhang positiv mitnehme, ist, bevor scheinbar so wirklich dieser Plattform-Digitalismus, der eben solche Monopolbildungen kreiert, zum Beispiel gibt es so Teilzeitarbeit über Plattformen, es gibt Dienstleistungen in unfassbarem Ausmaß über Plattformen. Bevor das so wirklich Einzug hält in Deutschland, kommt schon die nächste Technologie, nämlich diese dezentrale Blockchain-Technologie. Und vielleicht schaffen wir hier wirklich so etwas wie eine positive Disruption und sozusagen diese neue Vermischung von dem, was wir da gerade erleben, nämlich das hybride Büro, dieser dezentrale Beitrag meiner Arbeitsleistung zur Gesamtproduktion in Deutschland, wird in Zukunft eben mit diesen dezentralen Technologien irgendwie untermauert. Und dann wird es eben interessant, weil eben sozusagen der Mehrwert nicht bei einer Plattform und bei den Stakeholders bleibt, sondern der Mehrwert bleibt in dezentraleren, kleineren Strukturen. Also da sehen wir im Kunstbereich jetzt diesen Edelhype von NFT, ja, Non-Fungible Token, wo hinter dem jetzt überhaupt nicht wirklich Kunstwerke stehen, die irgendwie Sinn machen, sondern eine Idee, wie das in Zukunft ablaufen könnte. Das ist der Grund, warum das gerade so durch die Decke geht. Ja. Dieses Thema wird, glaube ich, ganz, ganz positiv einschlagen, wenn mal klar wird, wie man dieser falsch gelaufenen Digitalisierung entkommen kann. Also wie weit sind Musiker hier glücklich mit diesem NFT-Thema? Bis jetzt ist ja da auch eher Trash, was da dazu zu kriegen ist. Ja, es ist eine gute Frage. Also ich kann ich ehrlich gesagt nicht groß beurteilen. Musiker haben aktuell ganz andere Probleme. Also jetzt in der Corona-Krise sowieso kämpfen sie vieles ums Überleben, weil sie keine Konzerte spielen können, was eine ganz zentrale Säule der Einkommensströme gewesen ist. Und selbst wenn jetzt Corona nicht wäre, haben wir einen viel, viel größeren Output von Musik
jedes Jahr. Also viel mehr neue Veröffentlichungen von Musik in einem nicht gleich, also gleich parallel wachsenden Markt. Und das heißt, es ist viel, viel schwieriger für die überhaupt, ja, daraus den Lebensunterhalt zu bestreiten. Also ich glaube, die Musiker sind da mit wenigen Ausnahmen von einigen Musikern, die sehr, sehr innovativ auch denken und dafür dann auch ihre Community haben, sind ganz woanders in der Lebensrealität gefangen, als ganz neue, ja, Technologien auszuprobieren. Also das merkt man auch, also ich kenne ein Startup hier aus Schleswig-Holstein, die heißen Instruments of Things, die versuchen, Musikinstrumente zu vermarkten, die per Bewegung gesteuert werden. Auch hoch innovativ, aber dass sich das durchdringt, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne, so als kleines Beispiel. Also ich glaube da, ja. Ja, aber diese Veränderung, die da gerade stattfindet, dreht sich ja genau um diesen neuen Markt, den ich betreten kann. Also ich kenne das jetzt massiv von Grafikern und Designern, die haben 30, 40 Freunde oder Betriebe, die, von denen sie im Wesentlichen leben. Also das sind nicht viel mehr, die nötig sind. Ja? Das ja. kann in Zukunft ein Musiker machen. Das funktioniert. Er hat zwar jetzt noch das gigantische Gratisangebot als Feind, ja, und es ist ein Problem der Aufmerksamkeitsökonomie, aber indem ich eben dezentral den Besitz an meiner Musik in einen Auktionsmarkt, in einen Versteigerungsmarkt NFT eben hineinwerfe, brauche ich nicht viele Menschen, um daraus ein Leben zu generieren, ein Einkommen zu generieren, das zumindest eine wichtige Säule werden kann. Ja. Das ist schon sehr revolutionär, was da gerade passiert, weil eben die Digitalisierung bis jetzt diese Umverteilung nach oben gebracht hat. Und genau das ist das Entscheidende. Und das habe ich heute kaum angesprochen, aber das ist in Wirklichkeit das Revolutionäre, was die Divish mit New Work machen sollte. Genau dieses Thema, wie sowohl Organisationsformen, Hierarchien, aber auch Einkommensstrukturen und dezentrale Talentabschöpfung funktionieren kann. Und da muss man eben dann den Musikmarkt als Vorbild nehmen und das sagen, was die schon durchgemacht haben und wie sie das verändern. Ja, also es gibt in der Musikwelt auch eine Theorie, man braucht 1000 echte Fans. Also wenn man so kalkuliert, 1000 echte Fans, die pro Jahr 100 Euro in einen Künstler investieren, macht 100.000 Euro Umsatz. Ne? Aber auch trotzdem an diese 1000 echten Fans oder, also das ist natürlich nachher ist es gibt 500 echte Fans, 5000 Gelegenheitsfans und ein paar, was weiß ich, wie viele, die dann nur Aufmerksamkeit mitnehmen. Selbst an die zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist genau das gleiche Problem haben wir auch in allen anderen digitalisierten und dementsprechend demokratisierten Branchen. Dort, wo das Produkt immer digitaler wird, wo der Einstieg, das Produkt zu machen, immer einfacher wird. Also jeder kann sich, also es ist heutzutage relativ leicht, sich in Grafikdesign einzuarbeiten, in Softwareentwicklung reinzuarbeiten, in wie auch immer. Also es ist wesentlich einfacher, als es früher gewesen ist. Das heißt, es gibt wesentlich mehr Angebot auf dem Markt an Leuten, die das leisten wollen. Und zudem, Globalisierung und Digitalisierung kommt dazu, ich kann theoretisch mit jedem auf der ganzen Welt von Deutschland über Pakistan, über Sri Lanka bis nach Südamerika zusammenarbeiten, sodass eigentlich die Hauptherausforderung ist, überhaupt von sich bekannt zu machen, Vertrauen aufzubauen und dann quasi in dieses innere Netzwerk auch mitzunehmen. Das bedeutet, bei den Kunden halt auch im Gedankenset zu sein. Das ja. sehe ich, also das ist sowohl in der Musikwelt so, das ist in jeder Dienstleistungsbranche, die digitalisiert, demokratisiert, globalisiert ist. Ja, aber
in dieser Aufmerksamkeitsökonomie ist eben Blockchain jetzt schon ein Game Changer. Also diese Plattformen funktionieren natürlich bis zu einem gewissen Grad ähnlich, ja, aber eben nicht wie Spotify. Da gibt es eben einen ganz großen Unterschied. Also ich kenne übrigens in Österreich, ist eine, hier nahe Wien, ist eine relativ große Verteilerplattform, die für Musik, die haben mit indischer Musik begonnen, also die sind sehr international unterwegs und sind einer der größten in Europa, um Musik in alle Netzwerke hineinzuspielen, in die ganz großen, eher zentral organisierten Abspielplattformen für Musik. Und das sind ja gigantisch viele, man kennt dann immer nur YouTube und Spotify, aber die Wahrheit ist, das sind unfassbar viele. Ja, und das stimmt. Und die besticken hier alle automatisiert und die kriegen halt dann Royalties, diese Künstler. Aber das ist eben alles erst interessant ab 10.000 Zuschauer. Ja. Die Firma heißt Rebeat, ne? Genau, genau. Kenne ich. Kenne auch den Macher davon, ja. Ah, okay. Also ja. Aus alten Musikindustriezeiten habe ich den damals kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnern würde, aber wahrscheinlich bin ich noch irgendwo bei ihm, mit ihm vernetzt auf LinkedIn oder Xing. Keine Ahnung. Okay. So klein ist die Welt. Ich war auch vor ein paar Jahren als Speaker bei der Vienna Music Research oder Music Business Research Konferenz geladen. Ja, okay. Ja, spannend. Ja. Also worauf ich hinaus will, es ist noch nicht ganz klar, wo diese NFT-Reise hingeht, aber ich verfolge das jetzt schon seit einem Jahr und bei aller Kritik, und das wird jetzt dann bald alles zusammenfallen, weil es eine Hypeblase ist, aber das Modell an und für sich hat enormes Potenzial für Kleingewerbe insgesamt. Also ich fand zum Beispiel auch sehr spannend, es gab ja jetzt da diese Reddit Kiste, wo sie in Amerika diesen Hedgefonds in die Knie gezwungen haben. Rund um dieses Ereignis sind ganz, ganz viele Twitter-Nachrichten gekommen. Na hoppla, wenn das Ganze rein mit Kohle jetzt funktioniert, ja, also rein mit Investment, wieso soll sowas nicht auch mit anderen Produkten, mit anderen Assets wie Schuhen oder Musik oder eben das heißt, es gibt hier jetzt schon ein Aufbäumen des Dezentralen gegen die falsche Entwicklung, dass der Überwachungskapitalismus mit den Big Five Tech-Konzernen alles absaugt. Ne? Und das ist jetzt noch klein, das gebe ich ja alles zu, dass das noch klein ist, aber man soll diese Halbwertszeiten im Internet nicht unterschätzen, weil das kann alles sehr schnell rutschen. Auch Google ist kein alter Dinosaurier. Das ist alles sehr jung. Ich muss mich leider jetzt gleich verabschieden, weil meine Kinder mich heute noch sehen wollen. oder ich sie auch, nicht nur einseitig. Inspirierender Vortrag, auch wenn auch ich ein bisschen Zeit braucht, um reinzufinden. Das ein sehr, sehr schönes Nachgespräch hier gerade. Ja, du danke, dass du noch geblieben bist und dass wir da noch ein bisschen. Ja. Ich dachte, als die Aussage kam, jetzt sind wir hier alleine noch und das seid ihr noch nicht, dachte ich, mach mir mal bemerkbar. Ich kenne mich mit dem Team nicht aus, weil das natürlich auch das falsche Tool ist. Bitte GC nehmen, nicht Microsoft. Es ist so fürchterlich, dass man das heute noch erwähnen muss. Das ist ein Kampf, den ihr mit Frank von Decide kämpfen müssen, die ja durchaus Microsoft vertreiben. So, ja. Na gut. Ja. Thomas? Ganz lieben Gruß an euch beide, Johannes und Gerd. Ich habe mich recht gefreut, dass ich da jetzt noch ein bisschen reden konnte. Und ich werde mir das dann anschauen und werde dann lernen, wie man nicht so stark verschreckt, sondern mehr die eigentliche Botschaft rüberbringt. Wie gesagt, ich glaube, es lag auch ein wenig an der...
an der Ankündigung oder an der Anmoderation, die er hätte durchaus das ja auch direkt kanalisieren können, die richtigen Köpfe dann auch rein oder in den richtigen Bereich der Köpfe. Ich glaube, das war nachher auch im Chat durchaus so unerwartet, aber inspirierend und so weiter. Also ich glaube, das ist dann so auch okay als Einstieg. Dann freue ich mich, sag danke und wir hören einander hoffentlich bald wieder. Ja, klar. Schönen Thomas, halt die Ohren steif, ne? Ja. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Bis bald. Ja. Tschüss. Na, das war da oben.